Hallo liebe Leute, willkommen bei Melle 22 auf der Krumbach. So, also die Maschinen sind ja alle hier und ich habe jetzt gerade das Telefon gekriegt von meinem Nachbarn, ich soll den runterfahren. Und die Wiesen sind zwar gewachsen, aber wir können nichts machen. Dann, wir haben Geld, Geld, Geld. Wir gucken jetzt mal. Brauchtmarkt, nix. Wir holen neue Schlepper. Den 8, also 818er bereift. Nein. Design. Oh nein, nur Design. Oder Wandtafel, Frontlader, nein. GPS, ja, wäre gut. 200. Offen. Offen. So, jetzt haben wir den noch gekauft. Wir rennen schnell zum Händler. Warte, geht's zurück. Also ich hoffe, dass mal fahre ich richtig zum dem Betrieb, wo ich fahren muss. Laufen wir wieder schneller. Ich hoffe, oh nö, nicht schon wieder. Das funktioniert wieder, dann wieder nicht, dann da ist wieder ja, dann wieder nicht. Ich glaube, die Grafik spackt gerade. Oder das Spiel spackt gerade. Nehmen wir den noch schnell runter zum zweiten Hof. Jetzt wollen wir Gas geben. Aber warte mal, wir kommen jetzt zu dem Hof. Ich bin gerade zu weit. Nee, ich muss die Straße entlang fahren. Ah, voll gegen den Baum reingedonnert. Weil der 818er, der muss ein bisschen Liebe kriegen. Also wir haben jetzt nur 21.000 und bis nächsten Tag muss das Geld wieder irgendwas gemacht werden. Weil die Strecke hier ist echt lang. Aber wahrscheinlich fahre ich nachher mit dem 724 oder fahre den mit Tanker. Weil hier wäre, glaube ich, auch ein Hof, glaube ich, oder? Das sieht noch mehr oder weniger nach Hof aus, aber ich glaube, es ist. Mulde ist, glaube ich, auch ein Hof. Alles sind Tore. Was ist denn hier eigentlich? Also nur noch Gebäude, wo wir Maschinen wieder zwischenlagern können. Hühnerstall gibt es. Mal gucken, vielleicht kaufen wir den auch irgendwann mal. Warte, kommt da nicht mehr weg. Wie viel kostet das Ding hier? 225, ja, nee, ist klar. War da bei dem Hof kaum drauf. Also das Ding hat sich wieder eingefangen. Warte mal, ich kann den abschalten. Aha. Leuchtet halt hin nicht mehr.
Aber wieso ist es noch halb repariert? Schlecht gekauft. Warte mal, muss ich jetzt hier rüber? Oh, ich bin da vorbeigefahren. Muss wieder hoch. Jetzt kann ich so weiter runterfahren eigentlich. Müsste irgendwo hier oben noch einen Weg haben. Irgendwo. Ein Weg, wo mich dahin führt. Müsste irgendwo gerade hier am Weg sein. Hä? Oder ist das hinten? Ah. Muss da oben, da hinten durchfahren. Ich muss sogar gucken, wo lang das ich fahren müsste, zu dem Weg kommen. Ah, hier ist der Weg. Machen wir kurz die Abkürzung. Hä, nein. Lang im Weg. Hä? Hier hinten geht irgendein Weg. Wieder vor der Brauerei. Ich glaube, ist das Brauerei hier. Ja, genau, jetzt nach der Kirche links. Oh. Nur den beim uns auf dem Hof schnell reparieren. Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Hoffe ich jetzt mal. Aber vielleicht glänzt er nachher wieder. Er rechnet mal die Stunden an. Und hat dann wieder Macken. Error. No Error Data. Und jetzt müsste ich eigentlich. Ich muss gerade ausfahren. Man sieht schon den Hof. Eben zu dem Hof müssen wir jetzt die bringen. Weil der Hof, habe ich zu ihm schon gesagt, dass wir den Hof irgendwann übernehmen würden. Ob wir mieten, also pachten oder kaufen, das ist so Frage gegen Frage. Ich hoffe einfach, dass der nicht zu ist. Ah, hier ist der Eingang. Jetzt mal gucken, wo stehen wir gerade hier rein? Dass beim neu reinkommen, dass er nicht herum liegt. So, jetzt muss ich mehr oder ja, den Ding geht da hinten. Nur halt, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir halt das Geld hochkriegen. Wieder auf die 100, 200k.
Oder wir pachten halt, aber pachten ist ja wieder so eine Frage, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir pachten das Feld, also den Hof, wir sagen ihnen, ey, es kaufen geht's nicht. Das 94. 94. Wenn wir pachten, müsste ich 8000 andrücken und täglich 8000. Das heißt, jetzt momentan nein. Und wir müssen zuerst unsere alle Felder von der Pacht rausnehmen. Weil wir zahlen ja drauf, wenn wir pachten. Und das will ja eben nicht, dass wir drauf zahlen müssen. Hey, jetzt ist er vor allem repariert. Und einer. Nee. Weil wir möchten jetzt gucken, dass der Auto seine Stunde kommt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Leute, ja, nein, vielleicht oder wie auch immer. Der Weg ist einfach mehr oder weniger lang. Aber ich glaube, also wenn ich mal Kühe holen würde, wenn man so mal fragen, Gegenfrage, ne? Wenn ich mal würde Kühe holen oder kaufen, würde ich sagen, so 20, 25 Kühe, das ist bei uns in der Schweiz so mehr oder weniger das so das normale Bau, kleine Bauer. Und die meisten Bauern so zwischen 2 und 3 Schlepper. Ich habe jetzt meinen 3 Schlepper. So. Wir ausfahren. So ohne Probleme rauskommt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir. Also der braucht schon ein bisschen mehr Leistung. Weil der Tanker ist zwar leer, aber.
sollte schon keiner kommen. Aber ich hoffe, er hängt nicht. Oh, da war knapp gewesen hier. Glaube ich. Fahren wir wieder zum anderen Hof. Weil der Milchtank oder Wassertank oder ja, was ist. Der soll runter. Dann weiß ich eben nicht, was auf der Spätnachmittag, weil mähen könnte ich noch einmal. Aber dann wäre es echt eng, Leute. Also mähen, schwadern, zusammenfahren, also schwadern, dann direkt wieder düngen. Das wäre alles für jetzt vom Winter ärgerlich. Und das Ziel ist zugedeckt. Ich kann zwar nur noch die Trocknung dazu bauen, aber trocken wenig sowas Power. Schau mal, ob ich da, wo dann ein Tof, also da ein Tof ist mit der Hühnerstall, steht, dass ich vielleicht den holen würde und den als mehr oder weniger für die Gras trocken. Wow! Und den dürfen wir auch nicht so schnell umkurven. So nach der Kirche links. War Glück gewesen. Jetzt mal forschen, wohin geht's? Im Auto. Jetzt fahren wir mal schon runter. Der, bei dem, wenn ich nicht so gut finde, bei dem Tanker, der hat keine Lenkachse. Wo eigentlich ihn auch gut tun würde. Aber man merkt jetzt, dass also seine Leistung gerade auch so knapp ist. So geht aus. Ja, weil der kommt auch noch zu seiner Leistung. Also ich hoffe, ihr habt die Räder gekauft. Und nicht der falschen. Warte mal. Falsch.
Kurz hier rüber. Ihr habt den. Ja, ihr habt richtig. Aber ich muss vielleicht den Safe Game oder den Safe Game neu starten. Sagen wir nicht, dass die Halle hier hat eine Wand. Ah ne. Und das ist keine Wand, oder? Ah doch, oh nö. Den abkuppeln. So wieder zurück. Naja, passt. So, mein Lieben, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.